Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Reboot, meinem Projekt. Heute bin ich nicht ganz alleine. Ich habe mir mal wieder Hilfe geholt. Altbekannte Hilfe. Die ist nur gerade kurz AFK. Das heißt, wenn sie wiederkommt, weiß sie nicht, dass die Aufnahme schon läuft. Find ich witzig, mache ich öfter mal. Gut, ich habe zwar völlig vergessen, was wir jetzt hier wollten. Ich habe keinen Plan mehr, was wir... Oder was ich gesucht hatte. Ich weiß nur... Ach, Redstone war ich. Ah, genau. Hat sie doch gerade gesagt, ob ich immer noch auf Redstone-Tour wäre. Bin ich natürlich. Ich befürchte nur, meine Spitzhacken werden nicht ganz reichen. Das ist jetzt die vorletzte. Mein Hammer ist schon im Eimer. Na, 100 Punkte und eine Reise nach Gutministan. Ja, was wollte ich eigentlich mit dem Redstone? Ich wollte irgendwas, wollte ich da craften? Die Frage ist nur, was? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gerade ein bisschen in meiner Singleplayer-Welt rumgeeiert und habe festgestellt, man muss, also entweder muss ich mich erst als erstes auf Big Reactor stürzen und versuchen da so schnell wie möglich was hinzukriegen, den Reaktor hinzukriegen, und wenn es erstmal ein kleiner ist, oder aber eben tatsächlich auf Magical Crops und die ganzen Erze, die man so braucht, per Pflanze züchten. Dann hat man nicht das Problem. Ach du Scheiße, mit den ganzen Maschinen und alles. Aha, ist ja ein lustiger Effekt, okay. Naja. Mal gucken, wann sie wiederkommen. Wenn sie wiederkommen, bin ich mal kurz ganz ruhig. Muss sie ja nicht gleich merken. Aber mit einem zweiten Mann, oder mit einer zweiten Person, ist ja in dem Fall eine Frau, ja, macht sich das hoffentlich doch ein bisschen leichter, die Materialien zu finden, die man jetzt neu braucht. Ich staune allerdings, dass es hier mit dem Redstone immer noch so ätzend schwierig gerade ist. Es steigt zwar gerade nicht so richtig, aber naja. So, das Silizium nehmen wir auch mit. Ich würde mich auch unheimlich gerne mal mit Galactic Craft beschäftigen. Das ist nämlich das einzigste der, oder einer der wenigen Mods, mit der ich mich noch nie beschäftigt habe. Zugegebenermaßen. So, aber Fakt ist irgendwie, ich habe das Problem, ich müsste hier wahrscheinlich nach oben. Nee, gehen wir mal lieber auf der Karte. Bin doch relativ weit weg von der Base. Ich habe hier aber keine... Ich finde da den Weg nach oben nicht mehr. Als ich da ganz blöd nach oben buddeln. Na, Mylana, wo bleibst du? Ja, gut. Na, dann weck mich doch mal nach oben buddeln hier, weil das bringt mir jetzt hier nichts. Weil wenn die Werkzeuge gleich platt sind... Bis ich oben bin, wird er Platz sein. Und ich habe keine Lust, drei Folgen bis nach oben oder den Weg nach oben zu suchen. Muss ich nicht haben. Kann man machen, muss man natürlich nicht. So, die Minikyo-Essenzen alle schön mitnehmen. Keine liegen lassen. Sind alle wichtig. Ja. Magical Crops oder Maschinen. Eigentlich wäre das zum Ernten und Pflanzen, wäre Minecraft Reloaded. Quatsch, Mine Factory Reloaded. Doch schon eigentlich die beste Alternative. Wie voll sind eigentlich meine Rucksäcke hier? Hat mal inner.
Okay. Das war der gewesen, den ich gleich fertig habe. Das ist hier Baumaterial und hier müssten dann die Erze drin sein, genau. Naja, haben wir noch ein bisschen. Aber wieso habe ich denn jetzt eigentlich Hunger? Ich bin doch hier eigentlich... So, ich darf hier. Du bist gerade sehr leise. Warte. Muss ich bei Skype vielleicht noch was einstellen? Muss ich nicht. Als Jambis warst du wesentlich lauter. Aber ich habe nichts verändert in der Zeit. Ich auch nicht. Okay. Oder hast du an deinen Einstellungen irgendwas rumgespielt? Nee. Überhaupt nicht. Wo ist denn mein... Wo ist Stereo-Mix? Ich habe nur festgestellt, dass ich zu wenig Werkzeug habe und dass ich jetzt... jetzt hier noch ewig weitersuchen kann, dann ganz im Gegenteil, ich muss mir den Weg nach oben suchen. Ja, ich stehe hier unten jetzt ganz ohne. Ich habe überhaupt nichts. Ja, ich weiß, deswegen ist es ja gerade so schwierig. Jetzt bulle ich mich ja nach unten in den blöden Eisen hier. So. Ich war da unten gerade in dem Loch drin, aber da gibt es irgendwie nicht wirklich was. Da ist sein Ende. Einstellung: Frontmikrofon ist an. Vielleicht musst du einfach nur näher ans Mikrofon gehen. Ich kann nicht näher, weil das ist ein Headset, was ich aufhabe. Ich habe kein extra Mikrofon. Ach so. Ja. Na, dann musst du das vielleicht nicht über dem Kopf halten. Drehen. Also, willst schon. Ich hab's im Schoß liegen, weißt du? Ach, siehst du, im Schoß liegen, da haben wir da. Ich habe automatische Mikrofoneinstellung. Habe ich wieder aktiv. Aha. Ändert sich da überhaupt was, wenn ich hier den Haken rein und raus mache? Nee, aber jetzt bist du auf alle Fälle wieder ein kleines bisschen lauter. Die Automatik, die schalte ich sowieso ab, weil solltest du einmal ins Mikrofon niesen oder husten, dann ist das sofort leise bei mir. Weil dann hielt er sofort ab, weil er denkt, du schreist mich gerade an. Achso, na, vielleicht pegelt er sich gleich noch ein. Genau. Gut. Ich habe gerade die letzte Spitzhacke am Wickel, also ich muss sowieso auf dem Weg nach oben jetzt gleich. Oh, wäre schön, wenn du mich dann mitnimmst, weil ich stehe jetzt hier so. Du musst nur einfach hochgehen, den Weg hier, den ich gebuddelt habe. Hier ist eine Treppe, guck mal hier. Guck hoch. Ach, was? Ja. Da habe ich gerade angefangen zu buddeln. Na, dann buddel mal. Ja, hätte ich gerne gemacht, aber hier ist schon wieder. Hier sind schon wieder Erze. Also Osmium und Eisen. So, warte mal, wie hoch hier. Hast du schon Hunger verloren zufällig? Ja. Ich nehme mich auch, aber ich bin auf Friedrich. Auf Friedrich bin ich. Mhm. Kennst du Friedrich? Ja. Na, als ich angekommen bin, waren die Monster auf jeden Fall an. Hast du in der Zwischenzeit ausgemacht? Ich habe sie eben gerade ja groß gemacht. Okay. Aber da hat er wahrscheinlich dann war der Server, der wahrscheinlich im Ruhemodus war. Wo er nach dem Restart dann das wieder geändert selber. Ja, den Weg nach oben, den würde ich jetzt per Laufen nicht finden, ey. Keine Chance. Nö, da könnten wir jetzt eine Weile suchen. Genau. Und um den Weg zurückzufinden, müsste ich mir alle meine Videos selber ankicken und dann nur noch rückwärts. Aber ich habe die Koordinaten von deiner Base. Na, die habe ich auf meiner Karte auch. Dafür gibt es Voxel-Map. Ja. Musst aber in der Steuerung in den Configs erstmal einstellen, ne, in der Steuerung. Also, normalerweise müsste der Weg auf V sein oder so, oder C, V, irgendwo war das. Mit einem Waypoint setzen? Das ist B. Ja. B wie Point. Ja. Um die Map zu öffnen, drücke ich M. Nur teleporten darf ich mich nicht, ich darf wieder gar nicht. Bist du etwa kein OP? Nee. Ich darf nichts. Ich bin auch so klein. Ich bin eine kleine Mietekatze. Oh jo. Ich habe noch keinen Skin gefunden, der mir gefällt. Nee. Ach, ich habe jetzt den komischen hier. Ich schiele und mache einen auf böse Look. Der sieht ganz gut aus. Ja, so wie ein halber Android sieht so aus, finde ich. So. Aha. Also wenn du keine Rüstung anhast, so mit diesem blauen. So ein halber Terminator. Blau?
Durch das lilane Auge. Muss ich mal F5 gucken. Ich habe eine Rüstung an. Ein bisschen zumindest, ja. Naja, warte. Ja, du siehst aus wie ein Terminator, ja. Finde ich. Naja, das ist ja so ungefähr, nicht ganz so, aber halt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gerade hier. Du hast da mal, hast du das Video heute gesehen? Ja. War da ein Berg über mir? Also, klingt vielleicht blöd, aber habe ich mich jetzt unter den Berg gebuddelt oder? Nee. Bin ich in Flachland runtergegangen? War Flachland. Du bist ja direkt neben deiner Base runtergegangen. Ja, hinter, ja stimmt, genau. Ah, siehst du? Ja, ist zu lange her. Direkt hinter der Tinkerschmiede. Genau. Ich musste bei deinem einen Video übrigens sehr lachen, wo du wegen dem Griff, den du da gemacht hast, wo du dich gewundert hast, warum hast du den Steingriff, aber dieses Negativ nicht aus Gold gemacht, dachte ich mir, ja, weil du es aus Papier gemacht hast. Ja, genau. Ja. Magical Wood. Ja, nee, die Frage ist, warum ich überhaupt einen Steingriff habe, weißt du? Das habe ich, weiß ich nicht mehr. Warum habe ich den Steingriff? Ich brauche keinen Steingriff. Ich brauche nie einen Steingriff. Einfach nur, um es zu zeigen? Und davon gibt es ja die anderen Formen eigentlich. Ich finde, das wäre jetzt bei dem anderen Ding raus. Das sollte ja auch eigentlich nur so als einfaches, leichtes Tutorial dienen, weil die restlichen Formen, die stellten sich ja eben genauso. Hm. Man kann zwar die Zusammensetzung kann man zwar ändern, aber das Grundprinzip bleibt ja das gleiche. Hm. Ach, hier bin ich runter. Ich war ja nicht so weit weg. Okay. Mhm. Naja, gut. So, dann werde ich mir auch erstmal einen Basepoint setzen. Ja, naja, ich habe hier, man könnte jetzt hier so, weißt du. Oh, die Büsche sind ja gut gewachsen. Huch, da war wieder ein Freeze. Die Essenzbell ist ja ein Server, Mann. Die müssten jetzt schon, keine Ahnung, tausendmal so groß sein. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Achso, ich wollte erstmal meinen Hammer erstmal reparieren. Und ich wollte. Warum kann ich jetzt eigentlich nicht fliegen? Achso, weil ich nicht als Fledermaus hier rumrenne. Auch nicht schlecht. So. Huch, ich habe ein Eisen eingesammelt. Habe ich jetzt noch Wolle für dich hier gehabt? Für noch ein Bettchen? Ich guck grad mal. Da haben wir nichts. Da ist nichts. Das ist Sand. Nö. Ist ja nicht so schlimm. Kann ich mir ja alles. Ich kann es mir selber machen. Das war Cheese, ja, ist klar. So, wo waren jetzt? Eisen, Osmium, Jalorit, Kies, Kupfer, Erz, Zinn. Grünzeug schmeiße ich dahin. Bauzeit kommt hier in Andesit, schmeiße ich erstmal raus. Ich will andere Materialien haben. Ich bin in meiner lokalen Welt bin ich schon so viel weiter. Das ist voll ungewohnt, jetzt gerade wieder so ein bisschen am Anfang zu spielen. So, ich mache mal einen auf Fledermaus, damit ich jetzt mich hier mal schnell um den Weg kümmern kann, weil ich brauche jetzt einen Weg zur Schmiede. So, Steinziegel. Huch, Entschuldigung. PvP ist an, wie man merkt. So, da hast du die Feuersteine. Aber dafür sind die Mobs ja erstmal noch aus. Also beschwere sie sich nicht. Das ist gut. Das ist doch so. Hier irgendwo noch Kisten. Wo die ganzen Bücher, die kann ich auch weghauen, weil die brauchen wir eigentlich gar nicht. Doch, verzaubern, so krass wie möglich verzaubern und dann Magical Wood draus machen. Nee, ich meine die drei Startbücher. Materialien. Ach so, und nee, die kannst du wegschmeißen. Also ich bin ja nicht, ich spiele ja nicht auf Quest Mode. Obwohl, warte mal, nee, das eine brauche ich immer mal zum Nachlesen. Wie gesagt, meine Routine fehlt mir ja noch. Deine Minecraft-Routine. Meine Technikroutine. Hm?
So, ein Kinoeisen drin ihr habt? Nee. Hä? Ach, Eisen. Na gut. Einmal reparieren, please. Weil die hält nicht wirklich lange, der Eisenhammer. Nee, ne? Nee, der ist echt traurig. Das war... Also weitaus weniger als erwartet. Und 10 Eisen brauchst du zum Reparieren. Ich meine, der geht vom Kostenpunkt her, aber naja. Ah, das war... So, hier haben wir das. Blablabla. So, so. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Fledermaus. So. Und bist du. Übrigens, ich habe meine ja auch auf dem Feld gefunden. Da erinnere ich mich noch. So, Kies, habe ich Zinn? Habe ich zufällig Zinn? Oh, weiß ich gar nicht. Ich habe Zinn. 13 Stück. Zinn ist sehr gut, weil wenn ich jetzt nämlich Kies in den Bassin, in das Gussbecken haue, bei Tinkers Construct, und der Zinn durchlaufen lasse, in der Schmelzerei, und dann halt der Zinn mit dem Kies übergieße, den krieg eine Straße. Ach, so ging das. Zum Beispiel, ja, gibt noch ein, zwei andere Möglichkeiten, aber das ist so. Da hast du ja ein bisschen überlegt. Genau. Aber das Problem ist, dass jetzt dann so, man läuft so lange. Man muss ja mal alles schnell gehen. Du weißt ja, ich hasse warten. Geht mir nicht anders. So, was wollte ich dich denn gerade fragen? Ach, hört man meine Maus eigentlich, Dolle? Ein bisschen höchst, ja. Ist aber nicht dramatisch. Doch eine etwas neuere geholt jetzt. Na, ich habe meine Silent Maus immer noch. Mhm. Na, meine Silent war, kabellos. Aber das hat sich nicht so richtig vertragen, vor allem mit Minecraft nicht. Die hat auch nicht so schön reagiert, wie ich es haben möchte. Und die ist super, die neue. Hat dann die Maus mit Minecraft zu tun? Naja, ich will schnell klicken können. Und wenn die Maus aber nicht so schnell reagiert, wie ich das gerne hätte, dann ist kacke. Klickrate, okay. Genau. Kann man auch keinen Bilder als Woran... Das ist auch ein bisschen verzögert. Ich muss halt nur ein bisschen härter aufdrücken bei dem Ding, aber dafür klickt sie halt nicht. Dafür ist sie eben leise. Na gut, dafür ist das Tastatur dreimal so laut. Ach, und jetzt... Ach, scheiße. Meine Lava ist alle. Deswegen wird es nicht fertig. Du hast aber zwei Eimer gesammelt. Ich habe meine Eimer gelassen. Was habe ich? Du hast aber zwei Eimer gesammelt. Und wo habe ich die? Die hattest du in einen der Rucksäcke getan. Hab ich das? Ja. Oh, ich habe hier noch mehr drin. Ich passe auf. Du bist so gut, ich weiß meine... Ja, sehr schön, hab ich tatsächlich. Einwandfrei. Gut, dass du meine Videos guckst. Ohne Witz. Ich hab die von gestern und von heute habe ich vorhin erst nachgeholt. Was? Skandal. So, so läuft weiter. Sehr schön. Mann, du blöde Schaf. Jetzt die einmal mal bei hat. So. Jetzt muss ich mir aber erstmal irgendwas zu Futter mal kurz reinhauen hier, auch wenn ich jetzt hier auf Difficulty 0 bin. Da, mal einen Apfel müsste ja reichen hier. Obwohl, Apfel ist nicht gut, ich nehme mal lieber ein Brot mit. Ah, ein Brot reicht. Was machst du gerade? Ich habe gerade ein Brot gegessen. Also, wisst schon. In-Game-Brot. Um meinen Hunger wieder aufzufüllen, also. Weil der war immer noch runter. Ich habe meine Zähne in eine Kuh gehauen. Hat auch ganz gut geholfen. Kann man denn eigentlich, warte mal, die müsste man doch aber eigentlich dann wieder chiseln können, die Straße, wa? Oder einfach nur umcraften? Also mit dem Chisel, ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen überfordert. Wieso überfordert? Weil vorher, wenn man die Blöcke gesetzt hat, konnte man sie danach noch ändern. Und das geht jetzt nicht mehr mit dem Meißel.
Du musst den Diameißel haben, glaube ich, dazu. Und dann musst du shiften. Das ging aber vorher mit dem Eisenmeißel auch, oder nicht? Ja, die Version ändern sich. Das ist voll doof. Ich finde diese Straße so hässlich. Oh, wir haben hier zwei oder auch drei relativ große Tonvorkommen. Mitnehmen. Mitnehmen. Kann ich damit die Kralle abbauen oder brauche ich eine Schaufel? Mit der Kralle geht auch, dauert nur länger. Aber Schaufel geht halt wesentlich schneller. Warte mal, jetzt muss ich echt mal kicken hier. Das ist. Ich will die andere Straße haben. Wie habe ich denn die gemacht? Also, du hast was. Achso, das war die Mine Factory Reloaded Straße. Aber auf der hebt man auch dann bestimmt auch schneller, wie es aussieht. Naja, probieren wir mal aus. Wir machen mal eine Teststrecke. Weil. Am Rückbau Steinziegel und ein bisschen Plastik. Und Plastik ist ja kein Problem. Das heißt, wenn du Gummibäume siehst, mitnehmen. Welche? Die mit dem Egal. Pinöppel dran, oder? Ist egal. Gut. Haben Wenn das durchgeheizt wird, wird alles zu Rohplastik und dann wird alles zu Plastik. Ja, können die Gummibäume sein von Mine Factory und die von, ich glaube, ich war nicht Industrial Craft, glaube ich, war das. Haben wir nebenan direkt ein paar Stück. Ja, immer mitnehmen. Ich habe auch noch hier welche. Bei uns noch direkt an der Base hier. Die meine ich ja. Aber braucht die Straße. Dann mache ich mir gleich noch eine Axt. Und gehe noch ein bisschen auf Holz kloppen. So. So, muss das mal reichen hier. Und dann gucke ich mir mal an, wo. Oh, mal eine kleine Teststrecke machen und mal gucken. Aha, nach dem Zusammenbau wird die Straße nicht mehr, also auch wenn man halt mit den Kies mit Zinn übergießt, brauchst du danach eine Spitzhacke zum Abbauen. So, das war jetzt blöd, weil nur der falsche war. Das wollte ich so ja nicht, den wollte ich haben. Also man läuft tatsächlich ein bisschen schneller auf der Straße, aber das ist nicht so. Die sieht halt scheiße aus. Nee, die will ich nicht. Die sieht echt kacke aus. Dann brenne ich mir lieber einen Haufen Steine durch, weißt du, hau ein Stück Plastikfolie in der Mitte und dann ist das gut. Also echt, das sieht so. Also man könnte farblich schon fast vergleichen mit Endstone. Und ich finde ja Endstone ein furchtbar hässliches Gestein. Dieses helle Zeug. Ja, dieses gelb irgendwas. Und das ist eben gelb gesprenkelt. Und das sieht halt wirklich kacke aus. Ich brauche jetzt hier halt Steine. Aber ich sag, dann machen werde, dann werde ich ja einfach hier unten einfach weiter aushöhlen. Upsala, brauche ich ja sowieso. Wisst ihr hier, wo der Minenschacht war? Wisst ihr dahinter gleich? Oder ein Stück da drüber. Dann haben wir gleich ein paar Steine und dann heize ich die halt durch, dann ist es so. Kann man ja später immer noch ändern. Ist ja Minecraft. Genau. Abbauen. Wie hat Gronkh gesagt, man muss bei Minecraft muss man Mut zur Veränderung haben. Genau. So. Ich hätte jetzt hier an die anderen Steine. Finde ich furchtbar praktisch. Aber ich hätte ja noch andere Materialien. Ey. Ich will jetzt hier ins Nether und will jetzt mein Ardite und mein Kobalt haben und will dann hier alles aus Manualen machen. Böse Erinnerung, böse Erinnerung. Ach, das ging schon. Sagst du so in deinem jugendlichen Man muss Leichtsinn? auch mal loslassen können. So. Das nehmen wir ja auch noch weg hier. Haben wir die komische Eisenschaufel. So, mal die noch weg. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar Steine.
Willst du Steine haben? Was baust du ab? Erze. Aber man braucht es ja sowieso. Steine haben wir ja auch nicht genug. Nee, na, hier ist ja eigentlich mehr Sandgebiet hier festgestellt. Wa? Das war ja nicht so steinig, wie ich erhofft hatte unten drunter. Hätte ich mir aber gewünscht. Was haben wir denn jetzt hier? 25 Gummibaumholz. Reicht das erstmal oder noch ein bisschen? Na, der Gummibaumholz ist mir Latte. Das muss ich ja eh mal durchbrennen, damit es dann verwertbar wird. Weil das Gummibaumholz von, ich weiß nicht was, das wird dann zu Tropenholz. Der verschluckt ab und zu halbe Sätze von dir. Das ist ja blöd. War doch vorher nicht so. Wer verschluckt? Na, bei Skype. Ich höre dich denn ab und zu so ein paar Sekunden lang nicht. Du fängst einen Satz an und dann ist der halbe Satz weg. Ja, habe ich ihn verlegt. Toll. Ich höre mich durchweg.